Servus. Die Geschichte mit der Lernwelle ist in der Gustavstraße lässt mich einfach nicht mehr los. Also wenn das jetzt stimmt schon, dass die Messwerte jetzt schon ausreichen, damit die Gastronomie auch inner, also in die Wirtshäuser schließen mag, dann werden da ganz andere, revolutionärere und richtungsweisende Wege beschritten werden. Weil am Ende haben die armen Lärmgeschädigten vielleicht nur recht. Vielleicht wollen uns die ja bloß beschützen. Und wir Pfarrer sind zu blöd und merken das gar nicht. Meine Gedanken waren dann erstmal, man muss großflächig an das Thema rangehen. Ich habe mir dann einmal einen Stadtplan besorgt. Für die Jüngeren von euch, das ist Google Maps in Papier. Und ich habe mir dann das Problem quasi einmal von oben angeschaut. Da wird schnell klar, das Problem in der Gustavstraße ist lärmtechnisch total zu vernachlässigen. Die Hauptlärmquellen sind die Schwabacher und die Nürnberger Straße. Allein die ganzen Rettungswegen, Feuerwehr und Polizei, die permanent mit da durch die zwei Straßentunneln, verursachen doch bei den Anwohnern bereits jetzt täglich einen Tinnitus. Ich habe nachgeschaut, das ist also ein Pfeifen im Ohr. Von den vierrädrigen Motorrädern, denen ein Quatsch, will ja gar nicht reden. Also haben wir eine Lösung überlegt. Als erstes schließen wir die Ausfahrt für Süd an der Südwestangenten. Weil damit haben wir schon einen großen Teil des Verkehrs in der Schwabacher Straße ausgeschlossen. Alles, was von Geberstorf und Oberasbach kommt, schicken wir über die Sigmundstraße bis zur Stadtgrenze und dann weiter auf die Nürnberger Straße. Die Nürnberger Straße bauen wir sechsspurig aus und führen den Straßenverlauf durch den Stadtpark, weil dort wohnt ja keiner, also gibt's auch keine Lärmbelästigung. Dadurch können wir jetzt die alte B8 wieder aufmachen und durch die Gustavstraße führen. Gegen Autolärm haben die ja nichts, soll ja bloß nicht mehr gefeiert werden. Damit der Verkehrsstrom auch ungehindert durchfahren kann, muss die Gustavstraße und im weiteren Verlauf natürlich auch der Angerberg entsprechend verbreitert werden. Das heißt, entweder links oder rechts, wenn die Häuser abgerissen werden. Aber das soll ja auch kein Problem sein, es dient ja im Allgemeinwohl. Da bauen wir halt am Greta Markt eine Bühne auf und der Oberberger Master werft da Münzen. Zum Beispiel auch 1 Euro Stück. Münz hast praktisch dann links, also stadtauswärts gesehen. Das heißt, der gelbe Löwe, die Bar und das alte Rentamt mähen weg. Oder es käme Wapp. Ja, dann wäre es um die Kaffeebohne, das Pfeifendurler und so weiter geschehen. Der Münzwurf wird dann in 127 Länder live übertragen. Ach so, habe ich wieder vergessen, dass es etliche Menschen gibt, die nicht wissen, was Münz oder Wapp ist. Weil die ja in ihrem Leben noch nie gewabbelt haben. Also jeder, der es nicht weiß. Früher, als ich nur Kind war, hat's noch gar keine Playstation gegeben. Ja, ja, ich weiß, es war nur die dunkle Zeit. Aber damals haben wir mit Begeisterung gewabbelt. Beim Wabbeln hat man ein Geldstück, damals meistens ein 5er oder ein 10er, also 5 oder 10 Pfennigstück, also ein richtiges Geld. Und das hat man abwechselnd so nah wie möglich an eine Wand werfen müssen. Die Anzahl der Spieler da dabei war vollkommen unbegrenzt. Irgendwann hat keiner von den Spielern mehr Münzen gehabt, die er werfen hat können, weil er nicht Geld ausgegangen ist. So, jetzt hat derjenige, der mit Anfang seine Geldstücke am nächsten an die Wand geworfen gehabt hat, wabbeln dürfen. Das heißt, er hat alle Geldstücke, die am Boden gelegen sind, aufgenommen, hat mit seinen Händen so eine Art Kugel geformt, hat das Geld in die Hände geschüttelt und hat alles wieder zu Boden fallen lassen. Während das Geld am Boden geflogen ist, hat er die dramatischen Worte Münz oder Wapp geschrien. Münz hat er im Fall von einem Eurostück die Seiten mit der Zahl, Wapp wäre die Seiten mit dem Bild. Und je nachdem, was der geschrien hat, hat er jetzt alle Geldstücke aufsammeln dürfen, die Seiten angezeigt haben, die er gesagt hat. Dann ist der Zweitplatzierte gekommen, der hat es mit dem restlichen Geld gemacht und dann so weiter und so weiter.
Es hat auch noch Variationen gegeben, zum Beispiel mit einer Bulle, aber das führt jetzt viel zu weit. Zurück zu unserer verkehrstechnischen Aufgabe. Jetzt, nachdem die beiden großen Straßen, die Nürnberger und die Schwabacher Straße, lärmbereinigt sind, können wir dort endlich richtig schöne Gastronomie ansiedeln. Mit großflächigen Außenbereichen, Biergartencharakter, Cafés, Bars für den Abend oder die Nacht. Vielleicht sogar Kleinkunst, ein kleines Freilufttheater und ein Open-Air-Kino, weil den Kleeblatt-Kinopalast werde ich ja nicht mehr erleben. Allmächt, das war so richtig schön für uns alle. Ach so. Moment einmal. Für uns alle? Mein Gott, bin ich schon wieder in so eine Art Traumwelt abgeschweift. Das geht ja alles gar nicht. Jetzt habe ich ja wieder unsere Gesundheit vergessen. Wenn das dann alles so kummer geht, dann wäre es ja auch wieder zu laut. Und dann wären wir wieder alle krank vor Lärm. Dann bräuchten wir ja wieder so eine Art Doktor, der uns vor uns selber beschützt, wie in der Gustavstraße. Na, dann können wir alles so lassen, wie es ist. Wetzel denkt, das Ferala hat auch voll an der Waffel. Der hat völlig recht. Aber wahrscheinlich kommt es daher, dass ich halt schon so arg lärmgeschädigt bin.